hasse diese Welt. Ohne Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir bauen heute weiter an unserer Welt hier. Ich war wieder ein bisschen AFK und habe wieder ein paar Dinge gemacht. Denn ihr seht, ich habe da unten ein paar Bäume gepflanzt. Ich habe hier Bäume gepflanzt. Dort unten habe ich Bäume gepflanzt. Da habe ich Bäume gepflanzt. Dann habe ich noch da oben ganz viele Bäume gepflanzt. Und jetzt wahrscheinlich für viele was Schockierendes. Baue ich aber alles wieder ab, keine Sorge. Es war einfach nur, damit ich leichter Bäume farmen kann. Ich gucke mal auf den Boden, damit ihr es nicht seht. Vielleicht sieht man dort unten schon den Schatten. Ich habe da Bäume gepflanzt. Sogar vielleicht ein paar viele Bäume. Ja, ich hatte viele Saplings und wusste nicht, wohin damit. Und dann habe ich die da einfach hingesetzt, weil ich die versetzen wollte. Naja, dafür werden wir jetzt in irgendeiner Folge mal wieder Holz farmen und haben dann wahrscheinlich so viel Holz, dass wir es nie wieder verwenden können. Okay, so viel Holz kann man nie haben, aber so ungefähr wenigstens. Ich habe 78 Level, ich war wieder fleißig auf Screen, habe meine Hausaufgaben gemacht, Jungs. 78 Level, damit werden wir jetzt only Spitzhacken verzaubern und gucken mal, ob wir endlich mal Behutsamkeit darauf bekommen. Weil ich will ja seit Jahren Behutsamkeit haben, damit ich meinen Stone nicht immer brennen muss, den Cobblestone, sondern halt einfach nur normalen Stone habe. Ja, das lief in letzter Zeit nicht so gut mit meinen Spitzhacken-Enchantments. Also erstmal schnappen wir uns wieder eine ganze Menge von unseren Diamantreserven. Alter, wenn ich so weitermache mit den Dias, muss ich bald auch wieder farmen gehen. Und oh nein, oh nein, oh nein. Oh, schön schaffen. Bitte greif mich nicht an, bitte greif mich nicht an, bitte greif mich nicht an. So, und jetzt verbrennen. Genau, batsch. Da ist er weg, du. Das Dumme ist, ich habe all meine Holzreserven, na, also wirklich alles unten und nichts hier oben. Doch, hier, klasse. Dann craften wir uns mal... Wie viele Dia-Picken soll ich machen? Erstmal 6. 6 werden reichen, ne? So, top. Ich sollte jetzt alles haben. Ich habe jetzt noch ein paar Bücher dazu geholt zum Enchanten. Und jetzt machen wir uns mal direkt ran. Ich hoffe mal, wir bekommen wirklich Behutsamkeit, weil ich habe gesehen, Glück 2 will ich eigentlich hier enchanten. Deswegen habe ich mir jetzt ein paar Bücher geholt und enchante einfach die Bücher mit. Effizienz 3, auch so kacke. Effizienz 4, nur Effizienz 4. Haltbarkeit 3. Nice. Okay, der zweite Enchant war es dann tatsächlich schon. Ich werde trotzdem noch weiter enchanten. Ich habe mir ja die Picken jetzt nicht umsonst gemacht. Glück 3. Haltbarkeit 3, Effizienz, Behutsamkeit, bla bla bla. Glück 3, Effizienz. Haltbarkeit, Glück, Effizienz. Effizienz, Glück, Haltbarkeit. Wir haben so viele gute Picken gerade bekommen, Alter. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? So, dann mache ich gleich hier auf die Behutsamkeits-Pickaxe Effizienz rauf, damit wir auch im Game-Mode oder schneller als Game-Mode abbauen können. Und wenn es passt, würde ich meine Plünderung... Also das Plünderungs-2-Schwert auf das Schwert machen. Und dann habe ich tatsächlich hier auch mein OP-Schwert zusammen. So, ja, tatsächlich können wir mit 5 Leveln auch noch das hier zusammenfügen. Da haben wir dann noch eine Effizienz-5-Spitzhacke. Heißt, das sieht schon mal top aus von der Ausrüstung her, die wir momentan haben. So, dann haben wir nämlich hier in Sachen Spitzhacken auch schon wieder ein bisschen ausgesorgt. Haben ein paar Effizienz-5-Hacken, ein paar Hacken, die kaputt sind. Ein paar, die nur noch Effizienz 4 haben und auch noch ein paar Glückshacken ohne Effizienz. Heißt, das sollte so schnell theoretisch nicht leer gehen. Und falls doch, müssen wir halt wirklich gucken, bevor wir diesen Raum dort anfangen auszuheben, werde ich noch schauen, dass wir einen Mending Villager bekommen. Und mit dem Mending Villager sind ja dann eigentlich alle Haltbarkeitsprobleme gelöst. Ach so, Leute, und ich hoffe, man hört es nicht wieder allzu doll. Ich habe gesehen, in der letzten Aufnahme hat man das übelst gehört, also ich hab's mega gehört. Ja, was soll ich sagen, weil ich bin wieder gerade aufgestanden und ich glaube, das hört man mega. Es tut mir leid, falls man es doll hört, aber ich denke, das regelt sich mit der Zeit. So, und ihr seht hier auch übrigens, man, genau hier ist dieser Lagpunkt. Ne, ihr seht hier übrigens auch schon das Schild. Hier ist ein Creeper explodiert. Ja, ich stand hier AFK, bin dann einmal, ich weiß gar nicht, warum ich runtergelaufen bin. Wegen irgendwas bin ich hier runtergegangen, wollte hochgehen, Creeper explodiert, bam, alle Kisten weggesprengt. Habe ich aber alle noch retten können und neu gesetzt. Und ja, sind eigentlich genau die gleichen Kisten halt, nur dass sie jetzt hier unten stehen. Und halt hier alles weggesprengt worden ist, aber das baue ich später wieder hin. Erstmal muss ich mich jetzt hier um die Bäume kümmern. Heißt, wir farmen hier jetzt wieder die Bäume ab. Und danach baue ich wahrscheinlich den restlichen Abteil des Hafens. Seid ihr früher früh aufgestanden, um zu zocken? Also, kennt es jemand? Kennt dieses Feeling jemand? Alter, ich hatte das so oft früher gemacht. Nur heute gar nicht mehr, weil mich das Zocken eigentlich gar nicht mehr so interessiert. Und seitdem ich jetzt den Eile 2 Beacon hier auf meiner Welt habe, Alter, Leute, da geht's ab. Da habe ich richtiges Suchtpotenzial entwickelt, gefühlt auf der Welt. Aber ich will es nicht zu überdramatisieren. Ich zocke immer dann, wenn ich wieder neue Folgen machen muss. Wenn ich sehe, yo, ich habe keine Aufnahmen mehr, die ich schneiden kann. Dann mache ich hier wieder ein paar Quatschen, bisschen mit euch auf ganz entspannt, baue die Welt ein bisschen weiter. Dann schneide ich erstmal wieder 3 Tage. Und dann geht's weiter mit dem Aufnehmen. Und den Kreislauf finde ich momentan noch ganz gut. Ich weiß noch nicht, wie das in der Schule wird. Weil ihr seht ja, ich habe ja jetzt immer so einen Anfang vor meinen Videos. Ich finde das einfach geil. Ich feiere den Anfang, Leute, sage ich euch ehrlich. Aber ich habe ja momentan Ferien. Und dieser Anfang kostet halt auch, keine Ahnung, nochmal circa
Lass mich jetzt nicht lügen, 20 bis 30 Minuten, wenn ich ihn gut machen will. Und wenn man das auf 7 Videos in der Woche bezieht, wenn ich dann noch Schule habe, muss ich das wirklich mal gucken, wie ich das schaffe. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall machbar. So, okay. Das ist unser Baustoff. Sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was zum Bauen. Und ich muss mal ganz kurz schlafen gehen, Alter. Dieses Unwetter, was hier schon wieder herrscht, regt mich ja richtig auf. Alter, das ist so laut. Mann, seid doch mal leiser, wenn ihr sterbt, bitte. Ach so, übrigens, ich war wieder AFK und ich crafte jetzt immer direkt die Sachen zu Blöcke zusammen. Wir haben jetzt im Prinzip sind es 18 mal 9 Eisen. Nee. 18 mal 64. Ach, ist doch auch scheißegal, wie viel Eisen es ist. Es ist eine ganze Menge Eisen, okay. So, Feuerzeug und Alter, jetzt zünd ich dich an. Die Frage ist, geht der Baum noch irgendwo hin? Nee, der wird einfach abbrennen, okay. Und dann legen wir hier mal los. Also das hier muss definitiv weg. Oh, das ist so geil. Guck mal, ich baue das ab und bekomme direkt Stone raus. Das ist jetzt so cool. Jetzt brauche ich mir einfach wirklich keinen Stress mehr machen wegen irgendwelchen Stone-Problemen, die wir haben oder so. Da muss nichts mehr schmelzen, nichts einfach. So wäre dann hier erstmal die Planung. Ich muss sagen, mir gefällt es echt gut. Ich hätte es zwar. Eigentlich würde ich es doch einen Block höher tun, aber dann sieht es, glaube ich, von hier komisch aus, weil hier finde ich die Höhe genau passend. Wenn ich da, glaube ich, noch einen Block höher gehe, wäre das echt ein bisschen, naja, ein bisschen unpassend einfach. Ja, und jetzt muss ich mich wieder hier um das Design kümmern. Ihr kennt es ja alles schon. Habe ich ja, glaube ich, alles schon mal in mehreren Videos sogar gezeigt. Da brauche ich ja jetzt nicht immer zu kommentieren. So, dann haben wir den Shot auch wieder gemacht. Und jetzt mache ich jetzt allererstes erstmal die Half-Slabs. Heißt, wir schaffen uns hier mal kurz aus der Kiste die Half-Slabs und setzen die. Wir fangen immer oben an, gehen runter, hoch, runter, hoch. Dass wir immer auch oben ankommen, ist ja eine 5er-Blockreihe. Heißt, es müsste eigentlich immer aufgehen und wenn es nicht aufgeht, habt ihr das falsch gemacht. So, jetzt brauchen wir die Falltüren und wir brauchen Knöpfe. So, dann kommen hier die Falltüren hin. Hier unten müssen noch Knöpfe ran. So, und jetzt sind wir mit dem Teil tatsächlich schon fertig. Jetzt brauche ich Glowstone. So, und jetzt wird als allererstes hier erstmal das Glowstone raufgesetzt. Heißt Glowstone, damit der Hafen halt einfach relativ beleuchtet ist, ohne dass man es sieht. Ich will zwar auch mit Laternen arbeiten, dass man die Beleuchtung halt sieht, aber so, keine Ahnung, der Hafen wäre halt null beleuchtet. Okay, hier sind jetzt überall Fackeln, das sieht man, ja, okay. Aber der wäre halt null beleuchtet, wären dort nicht die Glowstone-Teile und ich finde einfach, das ist ein gutes, macht einfach ein gutes Feeling, so wenn von oben noch ein bisschen Licht runterkommt. Und immer auf den untersten, also hier immer unter den untersten, kommen auch Falltüren. So, jetzt müssen wir einmal hier loslegen. Denn wir wollen es ja wieder so ein bisschen zerbröckelt machen. Heißt, hier kommen einfach dann die Treppen rein. Und Mann, du blöder Zombie, geh doch weg. Mann, und jetzt brenne ich auch noch so ein Mist. Einfach, dass die Wand so ein bisschen, naja, Tiefe bekommt, würde ich auch sagen. Aber halt auch so ein bisschen zerbröckelt aussieht, in Anführungszeichen. So, und theoretisch. Wenn ich jetzt nicht irgendwas am Design vergessen habe, ich will jetzt hier nicht lügen. Doch, ich hab noch was vergessen, aber vorher gehen wir schlafen. Denn es fehlen noch die neuen Zäune mit den, wie heißen die, gemeißelten Steinziegeln. Und die kommen jetzt jeweils in die Mitte und dann entweder 2 hoch, 3 hoch oder nur 1 hoch. Aber dadurch, dass wir hier nur 4 Blöcke haben, würde ich sagen, wir machen alles immer nur 1 oder 2 hoch. Sonst sieht es einfach bescheuert aus, um ehrlich zu sein. So, dann haben wir nämlich den Abteil hier fertig designt. Es fehlt noch irgendwas. Ich habe immer richtig Angst, dass ich bei irgendeiner Seite einfach irgendeinen Schritt vergesse. Und dann fällt mir das am Ende auf und ich habe mir, fuck, das war jetzt so viele Folgen lang so. So, später müssen wir uns natürlich noch die Frage stellen, wie wir dort eine Treppe hochbekommen. Aber das mache ich später. Erstmal gehe ich jetzt so hoch. Denn wir müssen hier oben tatsächlich nochmal einen Block tiefer gehen, weil hier kommt ja der Boden rein. Aber schaut mal, das ist kein Problem. Ich hole mir kurz 16 Sekunden Haste. Und dann müsste die Hälfte schon fertig ausgehoben sein. So, ich habe jetzt den Effekt. Geh einen Block tiefer und dann wird das hier einmal alles kurz runterrasiert. Alter, ist das geil. Vor allem durch die Behutsamkeit, ne? Durch die Behutsamkeit bekommen wir jetzt den Stone direkt gebrannt. Das ist so nice. So, und der letzte Haste 2 Effekt, den wir jetzt hierfür brauchen. Und theoretisch müsste jetzt hier alles weg sein. So, und jetzt haben wir dadurch, dass wir das hier abgebaut haben, auch gleich genügend Stone, um den Boden hier auch direkt zu bauen. So, und jetzt könnt ihr das Spiel einfach wieder random Blöcke placen und hoffen, dass es am Ende aussieht wie ein Weg. Aber das kriegen wir relativ hin. Oder das kriege ich eigentlich immer relativ gut hin, dass wir die hier einfach random setzen und es am Ende relativ okay aussieht. So, und dann werde ich mal das machen, worauf ich seit circa 30 Folgen überhaupt keine Lust habe, und zwar hier hochschwimmen und dort oben die Wasserquelle wegmachen.
die hier seit Jahren runterfließt, die mich übelst nervt, damit es dann auch erledigt ist. Und hier sieht man übrigens nochmal das Ausmaß an Bäumen, das ich gesetzt habe. Dort haben wir Bäume. Da, wartet. Ah, nein, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Nein, schon wieder. Oh, ich bin so ein Noob. Da haben wir Bäume. Da hinten haben wir die Bäume. Hier haben wir jetzt unten noch ein paar Bäume. Also ich habe da wirklich fleißig welche gesetzt. Und nein. Okay, ja, scheiß darauf. Da ist jetzt ein Brickblock. Oh mein Gott. Scheiß Creeper! Was war das denn? Es hat, Mann, ich hasse diese Welt. Ohne Spaß. Diese Lags immer durch diese Kackwelt. Das liegt halt nicht mal. Leute, ich würde ja wirklich sagen, es liegt an meinem PC. Aber es liegt nicht an meinem PC. Es liegt einfach nur daran, dass diese Welt irgendwie so bekackt geladen wird. Also wirklich jetzt, sie muss so bescheuert geladen werden, dass das einfach irgendein Problem hier ist, was halt bestimmte Stellen zum Laggen bringt. Und das ist einfach nur der pure Wahnsinn. Wisst ihr, ich warte seit Wochen drauf, dass Optifine für die 1.15 rauskommt. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass dann es wirklich so kommt, dass diese Lags behoben sind. Weil wenn es nicht ist, ich habe dafür keine Lösung. Ich habe schon, ich glaube, insgesamt 3, 4 Stunden danach gesucht auf YouTube, auf Google, ob es irgendjemanden gab, der schon mal so ein Problem hatte mit seiner Welt und der eine Lösung dafür hatte. Gibt's nicht, Leute. Habe ich noch nie gefunden. Es ist so Abfall. Ihr habt mir auch Tipps gegeben, jo, vielleicht liegt es an deinen RAM, die du eingestellt hast bei Minecraft. Vielleicht liegt es da und daran alles geguckt. Nichts ist davon der Punkt, warum das hier laggt. Warum sollte es exakt, wisst ihr, vor allem es laggt nirgendwo anders in der Welt, außer hier, wo ich baue. Und deswegen kriege ich hier Ruckler ja auf 24/7 mit. Das ist so, das ist der größte Abfall. Also wirklich jetzt mal. So Leute, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr bei einer neuen Folge wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde. Thank you.